Ich heiße Jutta und ich lebe hier mit meinen beiden Kindern. Mit Annike, sie wird 18, und Johann, er wird 14, hier in Holzniendorf. Und wir versuchen, das gut zu machen. Das tue ich so gerne. Das drückt mir den Brustkorb an, meine Atmung. Ich habe Multiple Sklerose. Seit 1989. Ich wurde immer bewegungsunfähiger und immer beweglicher im Kopf, aber es kam nicht zusammen. Und dann lernte ich einen Schlüssel kennen. Kinästhetik. Und deswegen bin ich hier. Und da habe ich Maike kennengelernt und sie gab mir das Gefühl, dass ich ganz wichtig bin und mich verdammt nochmal ernst zu nehmen habe. Sie zeigte mir meine Mitte und ich merkte, wo rechts und links ist und eroberte mich wieder. Ich nehme mich selber wahr und an. Sie hat ganz, ganz oft das Problem, entweder Hat mir das Steißbein. Ja, also ich bin Kinästhetiktrainerin seit 2012 und ich bin dann durch den Pflegedienst hier in die Häuslichkeit gekommen und versorge jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren, 2 Jahre bin ich jetzt ungefähr hier in der Häuslichkeit, eigentlich jeden Morgen. Ich beginne die Pflege, indem ich Jutta frage, was sie möchte. Ich gehe nicht einfach weg und mache, sondern ich nehme sie mit. Welche Bedürfnisse sie hat, welche Utensilien sie braucht, welche Hose, welche Kleidung. Es wird zusammen besprochen und dann wird auch so diese ganze Bewegung zusammen besprochen. Stellst du noch dein rechtes Bein auf? Also am Anfang bat Maike mich, meinen Fuß aufzurichten. Also Jutta konnte ihr Bein nur ganz, ganz selten mal wirklich anwinkeln. So dass, wenn es zum Drehen kam, sie im Grunde als ganzer Klotz, als Brett, als ganzer Mensch gedreht wurde, einfach so zur Seite geschubst. Und sie hatte so eine hohe Körperspannung, dass sie überhaupt nicht aus dieser Spannung letztendlich in der Pflege rauskam. Mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass wenn ich sie mehr mitnehme, also einzelne Körperteile anspreche, ich berühre sie erstmal ganz überall, dass sie sich wiederfindet. Und dann reduziert sich im Grunde diese Körperspannung. Und wir können zusammen in Bewegung gehen. Das braucht halt immer eine gewisse Zeit. Und jetzt ist es eigentlich so, dass sie jeden Morgen die Beine anstellt. Und auch für einen längeren Zeitraum, dass ich dann also während der Waschschüssel hole und Pflegematerial und so weiter, dass sie so lange dann schon mal die Beine angewinkelt hat. Dann gibt es wieder Tage, wo sie mithelfen kann, sich auf die Seite zu ziehen, dass sie wirklich eine Spannung aufbauen kann, eigentlich hauptsächlich auf der rechten Seite, um sich dann auf die linke Seite zu drehen. Wir haben es ausprobiert mit Orientierung im Körper, dass wir Sandsäcke genommen haben, um sie ja spüren zu lassen, wo sie ist morgens. Das war dann anfänglich ganz gut, nachher wurde ihr das zu schwer. So mache ich das jetzt mit den Händen morgens, da kann ich sie besser finden. Wir probieren immer wieder andere Wege aus, Kleidung anzuziehen, weil auch Kleidung ist ja immer unterschiedlich. Manche sind ziemlich eng, manche sind mit Knöpfen und so weiter, zu schauen, wo geht die Bewegung hin, wo geht der Arm hin, wie lässt sich die Spannung im Arm regulieren, wie weit kann Jutta selber mit dem Kopf nach vorne kommen, um jetzt im Pullover oder so reinzuschlupfen. Wenn ich jetzt hier, heute Morgen, jetzt geht es sogar noch relativ gut, aber jetzt weiß ich zum Beispiel nicht weiter hier. Mhm. Also dann nicht dazu kommen. Ich nehme deinen Kontakt ein.
spürst du, wenn du das Bein zur Seite drehst? Ja. Kannst du mitmachen? Ja. Zu mir, soweit du magst. Das geht. Also sehr spannend war deine Idee, also wenn Jutta sich drehen möchte, zu schauen, wohin geht die Hüfte und wann kommt im Grunde der Brustkorb mit. Und diese Idee, dass die ganze Atemmuskulatur stark davon abhängt, wie bewege ich jetzt den Brustkorb mit dem Becken. Also die da auch Bewegung reinzubringen, heißt einfach auch Entspannung reinzubringen. Und das bedeutet halt wieder auch atmen zu können, was aufgrund dieser hohen Körperspannung ja besonders morgens auch ja, sehr eingeschränkt ist. Das habt ihr doch gehört, oder nicht? Ich habe da tief durchgeatmet. Genau. Stellt sie es mal wieder auf. Ich bin aktiv. Ich bin das. Und das ist ein ganz großes Kapital. Ich kann anhand meiner eigenen Körperspannung spüren, wohin Bewegung gehen soll. Und sie reguliert halt ihre Spannung und so treffen wir uns. Und wo ich ganz, ganz nachschauen möchte, ist, als wir Jutta auf dem Liftertuch gelegt haben, irgendwas stimmte da nicht. Ich hatte immer das Gefühl, dass mit dieser Bewegung im Tuch stimmt was nicht. Es muss noch irgendwie anders gehen. Mhm, ganz genau. Besser? Mach nochmal weiter. Und du hattest mir ja gezeigt, dass wir die Arme auf die Beine mitbegleiten können, um auch diese Bewegung, ich komme jetzt zusammen oder die Körperteile kommen zusammen, dass sie das nachempfinden kann, um dann selber auch diesen Weg begleiten zu können. Und ich glaube, Jutta kann sich besser in diese Bewegung reindenken, wenn ich das selber mit den Händen auch spüre, wo es hingeht. Das war jetzt für mich so eigentlich sehr, sehr ausschlaggebend. Das hat eine andere Qualität. Willst du es vergleichen? Nee, brauche ich gar nicht. Nee, es ist so viel schöner. Du merkst erst die Differenz, wenn da eine ist. Also wir müssen schon wirklich achtsam auf uns selber sein. Und und gerade dieser Unterschied macht es uns wirklich bewusst, dass wir nur miteinander uns finden. Manchmal unterhalten wir uns. Wir haben das letztens gerade gehabt, eine Matheaufgabe, die mein Sohn zu lösen hatte. Und wir waren am Rechnen und haben uns nicht mehr gegenseitig gespürt. Und prompt funktionierte die Bewegung. Das Ergebnis war nicht so gut. Nee, also es ging nicht mehr. Also wir müssen schon zusammen bei der Bewegung sein und nicht wirklich weit abdriften. Also Mathematik dabei ist schon schwierig. Ja. Also wir finden uns nicht dann. Nee, so, konzentriert in uns. Wo wir ganz, ganz viel arbeiten, ist zu finden, wie die richtige Art oder Position ist zum Sitzen über Tag. Da sie sich selber kaum in eine andere Position bringen kann, schaue ich, während ich hier bin, dass sie auch immer die Position minimal verändern kann. Also so, dass wir halt nur das Becken mal ein bisschen hin und her bewegen oder den Oberkörper mal nach links und nach rechts oder ich reiche ihr die Hand und sie zieht sich mal ein bisschen auf die eine Seite oder auf die andere. Das geht eigentlich ganz gut. Also sie hat in sich mehr Bewegung. Also wenn Jutta im Liftertuch oder auf dem Tuch liegt, ist es immer ganz wichtig, dass die Hüfte sich noch mal ein bisschen bewegt, um eine richtige Position rauszufinden, um sitzen zu können. Es ist nicht egal, lege ich einfach jemanden auf dem Tuch
und klappe ihn zusammen oder bewege ich ihn aufs Tuch. Also das da ist ein Unterschied. Ja, so. Und mit mir mit. Genau. Da forschen wir eigentlich immer ein bisschen genau, dran. Genau, und das Gespür dafür. Genau. Zu spüren, wo geht das Gewicht hin. Das finde ich auch mal sehr wichtig. Ich sage dann zu Jutta, ich denke, du sitzt gut, das sieht gut aus. Und sie sagt, nee, aber links ist das nicht richtig. Und links kann einfach vielleicht auch sein, dass der Rock unterm Po zusammengeknüdelt ist. Also meine Annahme, sie sitzt gut, heißt noch lange nicht, dass sie richtig sitzt. Jetzt geht sie mit der Hand darüber, verlagert ihr Gewicht ein bisschen. Und ich bin hier. Also ich kriege ja eine Rückmeldung. Das ist etwas, was für mich ganz positiv ist. Also Jutta ist ja jemand, der mir wirklich sagen kann, du hast mich jetzt so bewegt, das war aber nicht gut. Das war vielleicht von dir eine Idee, aber deswegen muss es nicht mir gut gefallen. Und das ist natürlich etwas, was für mich sehr lehrreich ist, weil es sehr viele Patienten gibt, die sich eben nicht mehr äußern können. Ich sitze schon ganz gut. Mhm. So gut war es schon lange nicht mehr. Wir bewegen etwas. Es ist nicht starr oder stumm. Ich auch nicht, aber erstarrt war ich schon. Und jetzt erlebe ich mich nicht. Nicht mehr so, sondern lebendig. Freude, jeden Morgen. Leben. Meinen Körper erleben, wieder annehmen, wieder entdecken, wie so ein Atem da reinbringen. Lebensqualität, das ist klasse. Wer nichts bewegt, bewegt nichts.